Heute möchte ich euch einen Kletterschuh zeigen, der mich in den letzten Wochen sehr überzeugt hat. Der ist zwar schon eine ganze Weile etabliert und wurde mittlerweile auch schon überarbeitet, aber so wie er jetzt ist, ist er grandios. Das hier ist ein La Sportiva Finale, also nicht das Finale, sondern der Finale. Wobei man sich beim Namen vermutlich an dem gleichnamigen Klettergebiet Finale bedient hat. Der Finale wird von La Sportiva als ein Allrounder verkauft. Das sollten wir uns mit der Form und dem Aufbau nochmal genauer anschauen. Doch zuvor die harten Fakten direkt von La Sportiva. Der Finale wird beim Obermaterial aus Velourleder gefertigt. Eine Synthetikvariante des Schuhs gibt es nicht. Dazu kommt eine XS Edge Sohle von Vibram, die ist im Vergleich zum Vibram Konkurrenten Grip etwas härter und damit steifer. Bei der Materialstärke hat man sich für 5 mm entschieden. Der Schuh kommt ohne Downturn und minimalster Vorspannung daher. Außerdem ist er bei der Zehenbox für einen ägyptischen Fuß geschnitten und insgesamt für einen normalen bis breiten Fuß geeignet. Durch die Schnürung und die langen Bänder lässt sich der Schuh auch mit hohem Riss dementsprechend angepasst gut tragen. So viel zu allem, was La Sportiva und die Fakten so hergeben. Aber was bedeutet das eigentlich alles in der Praxis? Für welche Touren, welche Arten von Kletterei ist er cool und warum ist er eine spannende Alternative zum größten Konkurrenten aus den eigenen vier Wänden? Dazu jetzt mehr. So, vorweg im subjektiven Teil, wir müssen uns nicht mehr darüber unterhalten, wofür La Sportiva sagt, dass er verwendet wird. Das ist so ein Punkt, den kann ich kurz mal noch anschneiden. Natürlich sagt La Sportiva selbst, es ist ein toller Schuh, Allrounder für Fels und Halle und so weiter. Dass das natürlich irgendwo hakt, diese Verkaufslogik, ist klar, weil sonst hätten sie nicht 30 verschiedene Paar Kletterschuhe im Sortiment, sondern einfach nur den hier, weil der ist ja sowieso perfekt für alles. Das können wir also getrost ablegen, wir können uns damit beschäftigen, was in der Praxis eigentlich wirklich gilt. Und in der Praxis gilt, er ist eigentlich kein Schuh für die Halle. Natürlich, man kann ihn in der Halle tragen, das funktioniert schon und er ist halt auch ein guter Schuh für die Halle, zumindest für alle klassischen Routen, für alle 0815 Routen. Selbst Heelhooks funktionieren mit dem Fersenaufbau relativ gut, es ist ein bisschen steifer als beim Mythos, aber unterm Strich muss man schon sagen, den in der Halle zu verwenden und nicht am Fels, also ausschließlich in der Halle zu verwenden, das wird dem Schuh, dem Aufbau, der Idee, der Bequemlichkeit eigentlich nicht wirklich gerecht. Ich lasse ja auch, weiß ich nicht, Jamie Oliver keine Maggi-Tütensuppe aufwärmen, sondern lasse ihn was Vernünftiges kochen und genau da, finde ich, sollte der Finale dann an den Fels. Er ist immer noch ein bequemer Schuh, das sieht man ihm ja in seiner Form super an, er ist gemütlich. Er ist nicht ganz so gemütlich wie der Mythos meiner Meinung nach. Die haben eine sehr, sehr, sehr ähnliche Leiste tatsächlich, aber er ist trotzdem ein bisschen steifer, ein bisschen fester. Also die Sohle selber ist ein bisschen fester. Das liegt übrigens auch an den 5 mm Edge, weil der Mythos ja nur 4 mm Edge verbaut hat. Das merkt man in der Steifigkeit, vor allen Dingen beim Antreten, sehr stark. Und dem ist halt dann auch geschuldet, dass er nicht so unfassbar bequem ist wie der Mythos. Aber das Ganze hat natürlich auch Vorteile. Und das ist in dem Fall schon deutlich, dass wir, wenn wir auf kleine Leisten, kleine Tritte ansteigen müssen, dass er hier mehr Eigenstabilität mitbringt, was dann dazu führt, dass wir zwar ein bisschen weniger Gefühl oder eigentlich deutlich weniger Gefühl als beim Mythos unter der Zehenbox haben und klar den kleinen Tritt dann unter der großen Zehe nicht mehr so gut spüren, was gerade wenn man vom Mythos umsteigt, das habe ich zumindest so erfahren oder das ist, so ist es mir zumindest gegangen, was wirklich eine ganz, ganz irritierende Umstellung ist. Aber der Vorteil ist natürlich, ich brauche sehr viel weniger Spannung in der Zehe, ich brauche sehr viel weniger Spannung und Krampf im Prinzip im gesamten Fußgewölbe, weil der Schuh unterstützt mich da einfach ein bisschen mehr als ein Mythos. Die minimalste Vorspannung erkennt man so ein bisschen, ich finde es fast schon ein bisschen schwer zu erkennen, aber klar, wenn man den Mythos dann gleich nochmal daneben hält, ist es sehr viel deutlicher. Die merkt man nicht so wirklich, die dehnt sich relativ gut raus, also geht so raus. Nicht ganz so aufgebogen vorne wie der Mythos, was auch wieder dazu führt, dass er ein bisschen mehr Spannung hat, was auch wieder an dem Gummi liegt. Und damit ist er trotzdem noch performancemäßig
für auch schwere Touren einzusetzen. Also ich sehe keinen Grund, warum man mit dem nicht schwereres klettern sollte oder könnte. Das wird wahrscheinlich genauso funktionieren. Ich würde nur sagen, richtig, richtig kleine Tritte oder richtig schwierige Tritte, wo man sich vielleicht mal ein bisschen wo reinkrallen muss oder sowas. Das ist halt einfach nicht ganz so perfekt. Dafür bräuchte es so ein paar Dinge wie ein bisschen mehr Downturn, damit man diesen krallenartigen Einschnitt hat für solche Tritte, gerade wenn es wirklich überhängend oder steil wird. Da gibt es natürlich Schuhe, die das besser können. Auch wenn er, und das muss man einerseits der Sohle, aber andererseits auch dem Aufbau leider so zusprechen, auch wenn er nicht die Reibungswaffe ist, die der Mythos ist, warum, dazu komme ich gleich nochmal. Auch wenn er nicht die Reibungswaffe ist, tut er sich in Platten keineswegs schwer. Da tue höchstens ich mir schwer, aber der Schuh per se kann das relativ gut. Er kann es nicht so gut wie der Mythos, aber er kann es besser als klassische Sportkletterschuhe. Er ist immer noch so flach, dass du immer noch sehr viel Struktur und gleichmäßige Gewichtsverteilung auf die Fläche bringst. Und ich habe mit dem Schuh jetzt, weiß ich nicht, viele Klettertouren habe ich damit jetzt schon gemacht, sowohl Mehrseillängen als auch sehr, sehr viele Sportkletterrouten. Und ich muss sagen, ich bin von Route zu Route zu Route von dem Schuh begeisterter geworden. Mit 5 mm Sohle kann man vor allen Dingen relativ lange klettern, bis die mal getauscht werden muss. Er ist natürlich komplett neu besohlbar. Und ich glaube persönlich, dass er durch diese 5 mm und dadurch, dass man eben weniger Gefühl dafür hat, wo man draufsteht, dass man auch nicht so schnell dieses Bedürfnis kriegt, dass die Sohle mal runter muss und eine neue drauf muss. Aber ich finde es vor allen Dingen komfortabel, weil eine neue, frische Sohle von irgendeinem Schuster, wenn die mal ein bisschen schief geht und so weiter, fühlt sich der ganze Schuh wieder anders an. Teilweise kriegen Schuhe dann eine andere Spannung, wenn es nicht so gut gemacht wird. Da kann viel schief gehen. Ich persönlich genieße es sehr, wenn ich einen Schuh möglichst lange eben nicht neu besohlen muss und das ist hier auf jeden Fall gegeben. So, und damit wir jetzt wissen, wovon wir reden, vergleichen wir doch mal die zwei hier. Mythos und Finale. Der erste große Unterschied, viele von euch werden das vielleicht wissen, die einen Mythos tragen. Der Mythos ist in der Leiste, er ist sogar noch, der Finale ist sogar noch ein Stück kürzer. Ein kleines Stückchen ist er kürzer, aber der Finale ist eine Nummer größer. Also das hier ist ein 39er Mythos und das hier ist ein 40er Finale. Das heißt, wenn ihr Mythos tragt und Finale haben wollt, müsst ihr den auf jeden Fall eine Nummer größer kaufen, wenn ihr ihn minimal kleiner haben wollt als den Mythos, und 1,5 bis 2 Nummern größer kaufen, wenn ihr ihn genauso groß haben wollt wie den Mythos. Würde ich aber nicht empfehlen, weil der Schnitt minimal anders ist. Und das ist auch ein großer Unterschied, den ich kurz anmerken will, warum eigentlich der Mythos als eine Reibungswaffe gilt und als genialer Allrounder für lange Felstouren. Der Mythos ist super flach. Er ist sogar vorne ein bisschen aufgezogen. Er ist nochmal hochgezogen. Das ist keine Alterserscheinung. Das haben die Mythos, die du frisch im Geschäft sehen kannst, auch. Sie sind zwar ein bisschen flacher, aber die sind nicht ganz so rund, das muss man schon sagen. Aber sie sind trotzdem ein bisschen hochgezogen vorne. Das hat einen riesen Vorteil. Auf einer Platte drücke ich nämlich dann nicht nur die große Zehe als primären Druckpunkt in die Platte rein, wenn ich quasi etwa wo steil ansteigen will, sondern mit dem gesamten Fußballen kriege ich so viel Reibungsfläche hin, und dadurch, dass hier sozusagen dieser Druckpunkt weiter am Fels sitzt als die große Zehe, kriege ich auch flächenmäßig eine größere Druckverteilung hin. Das hält besser auf Platten, auf Reibungskletterei im Prinzip. Das ist ein Vorteil, obwohl dieser Schuh ebenfalls den XS Edge Gummi verbaut hat. Und wie ich kürzlich erfahren konnte, haben ja die Damenmodelle mittlerweile, wo liegt er? Haben ja die Damenmodelle vom Mythos mittlerweile den XS Grip 2 Gummi. Das hier ist ein Damenmodell, Herrenmodell. Und insofern sind die alten Mythos eine Reibungswaffe, die neuen vermutlich noch viel, 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 viel mehr. Und das ist der Finale eben nicht, mit einem ganzen Millimeter mehr Gummi. Das klingt nicht nach viel, 4 oder 5 mm Gummi. Das ist der Unterschied, hört sich nicht nach viel an, aber es ist auch so ein bisschen wie beim Seildurchmesser. Hier macht schon wenig sehr viel aus. Das sind immerhin vom Mythos nochmal 25% der Dicke hier nochmal drauf. Und das merkt man ihm einfach an. Er ist nicht so sensibel.
was gut ist und schlecht ist. Für Reibung, Platten, Feinheiten eignet er sich nicht so gut wie der hier. Trotzdem erachte ich ihn für den besseren Allrounder. Ich hatte mit dem Mythos immer schon größere Schwierigkeiten, steile Wandkletterei sicher zu absolvieren. Natürlich geht es auch, aber man fühlt sich dabei irgendwie nicht so sicher wie in dem Finale. Zumindest ist das meine Erfahrung. Auf der anderen Seite ist er aber trotzdem immer noch ausreichend geeignet für jegliche Plattenkletterei. Er passt sich nicht so perfekt an wie der XS Edge auf der Form des Mythos. Aber das ist in Ordnung, es ist immer noch vollkommen ausreichend. Und deswegen ist er meiner Meinung nach der bessere Allrounder als der Mythos. Er ist aber auch nicht 100% so bequem. Würde ich in diesem Schuh 6 Stunden am Stück stehen können? Ja, aber unangenehm. Würde ich in diesem Schuh 6 Stunden stehen können? Ja, nicht unangenehm. Aber 6 Stunden in einem Schuh überhaupt stehen zu können, finde ich, ist schon mal eine coole Leistung von einem Schuh. Und wenn er dann noch die Performance vom Finale mitbringt, finde ich ihn ziemlich geil. Gut, der La Sportiva Finale ist also kein Mythos, aber auch kein Sportkletterschuh im klassischen Sinne. Er will alles sein und macht dabei seinen Job relativ gut. Selbst wenn man ihn nicht als Reibungswaffe verkaufen will, ist er auf diesem Gebiet nicht schlecht. Und auch für richtig steile Wandkletterei mag er nicht der Beste sein, aber für die Grade eines Orthonormalkletterers reicht's allemal. Und dafür ist er unterm Strich richtig bequem und kann auch einmal 1-2 Stunden am Stück getragen werden, ohne dass man sich die Füße abnehmen will. In diesem Sinne bleibt meine Begeisterung aufrecht und ich wünsche mir, dass La Sportiva wirklich nicht den Fehler macht und ihn irgendwann mal komplett überarbeitet. Katana. Sodass er dann schlechter wird. So wie er jetzt ist, ist er wohl der beste Allrounder am Markt. Wenn euch der Bericht zum La Sportiva Finale gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und alles andere auch. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.